Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute bin ich ein bisschen leiser, weil es ist übel spät. Es ist gerade 4 Uhr morgens. Aber warte, Digga, wenn es 4 Uhr morgens ist, muss man dann noch ruhig sein? Ja, ja. Wer bist du eigentlich? Stell dich mal vor. Alter, ich bin deine Mutter. Echt? Mama, was machst du hier? Ey, Digga, nein. Mein Name lautet Jorginho und mich hat man schon länger nicht mehr hier gehört. Und viele haben auch gedacht, wir hätten irgendwie Beef oder so, Alter. Das hat mich voll gewundert. Aber bei uns ist alles tutti. Wir haben halt in letzter Zeit beide sehr viel zu tun gehabt. Und jetzt haben wir uns wieder zusammengefunden, um unsere schöne Serie. Welche ist es denn nochmal? 6 Fragen und Antworten. So sieht es aus, Freunde. Ihr rastet ja jedes Mal aus, wenn die so eine Folge online kommt. Wir freuen uns auch jedes Mal. Wir lieben diese Folgen. Wir lieben eure Muskeln. Ja, so sehr. So sehr. Und wie gesagt, wir müssen heute ein bisschen leise sein, weil, naja, meine Nachbarin, die schläft ja links neben mir. Nackt schläft sie. Digga, woher weißt du das? Hast du den Röntgenblick oder hast du diese Jamba? Ja, das sollte unter uns bleiben. Das sollte unter uns bleiben. Achso, okay, alles klar. Ja, zum Glück hört das ja keiner. Ja, auf jeden Fall, ich bin ein bisschen müde, aber nicht so ganz. Also, es geht noch so. Und ja, der Jojo ist noch voller Power anscheinend am Start. Ich bin immer voller Power. Ey, bei mir ist es so, wenn ich ein YouTube-Video starte, dann, Alter, dann nehme ich wirklich die letzten Reserven auch aus meinem Penis, Alter, und hau einfach raus. Ich hau einfach raus, das ist mir kein Ding, Alter. Hat dein Penis Reserven, oder was? Digga, der hat übelste Reserven, weil der ist echt, das ist mein drittes Standbein. Yay! Okay, also Jojo hat mal wieder 10 Sexfragen rausgesucht, genau, die ihr in die Kommentare geschrieben habt bei den letzten Sexfragen. Und ja, ihr könnt mal wieder Kommentare reinschreiben, welche Sexfragen mir der Jojo als nächstes stellen soll. Eskalation in den Kommentaren! Okay, Freunde, dann starten wir direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar, ey Danny, wie benutzt man eine Penispumpe? Ernsthaft? Ja, Digga, wie benutzt man das denn? Also ich weiß, was eine Penispumpe ist. Eine Penispumpe soll eine Vagina darstellen. Wahrscheinlich ist es dann noch ein bisschen feucht oder so, ne? Und es gibt, ich glaube, viele wissen, kennen ja solche Methoden, wo man sich eine eigene Vagina erstellen kann. Und eine Penispumpe ist einfach sowas, ist eine selbst erstellte eigene Vagina mit einem Motor in Sinne. Und der Motor, der bringt es halt zum Erwägen, sodass es ein Runterholen simuliert. Ne, Digga, das ist es nicht. Nein? Nein, das ist so etwas, das ziehst du drüber und dann pumpst du da dran, Alter. Du drückst dann, dass er halt größer wird. Wie jetzt? Der Penis? Ja, das benutzt. Kennst du sowas nicht, Alter? Das haben so, ja, das gibt's halt in manchen Shops so und du kannst einfach drüber stecken, dann pumpst du da dran, so Luft, dass er halt länger gezogen wird und breiter. Echt? Dann wird er ernsthaft größer oder was? Weiß ich nicht, Digga. Bei mir wird er gar nicht da reinpassen. Das ist also klar, dass dieser Spruch wieder kommen musste. Nein, ja. Also wie gesagt, also du redest gerade von einer selbstgemachten, aber dazu kannst du ja noch weiterreden. Ja, es gibt ja diese selbstgemachten und es gibt halt diese Teile, die könnt ihr auch bei Amazon finden, Link in der Beschreibung. Nee, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die steckt ihr euch an den Penis und dann geht das Teil die ganze Zeit so nach oben und nach unten. Ja. Kennst du das? Nö. Das ist wie so ein Motor. Ja, ich meine, ich habe sowas gesehen und so, du, genauso du musst wie es so eine Pumpe. Nur festhalten und dann macht er es dir. Das Teil macht es dir einfach. Okay. Ja, genau. Alles klar, okay. Also war das eine Frage jetzt an mich, also so, ob ich sowas kenne oder wie ist das? Ja, wie man das benutzt. Ach, das war echt eine andere Frage mal so. Ja, machen wir eine andere. Okay. Okay. Kommen wir zur zweiten. Yay. Ist Schambehaarung heutzutage noch in? Wie würdest du auf eine Situation, die etwas haariger als du gedacht hast, abläuft, reagieren? Da könnte man so eine, ich weiß schon, den Videotitel, eine behaarte Situation. Okay. Also, ich sag mal so. Ich find's nicht schlimm, wenn es paar kleine Härchen gibt. Aber man hält, ich weiß nicht, du hast gesagt, sind Schamhaare überhaupt noch in? Waren die jemals in? Ja, die waren damals in den 80ern in. Echt jetzt? Ja, damals war's, hat man das auch wundervoll, also, den Bären genannt zum Beispiel. Ich kann euch das mal so sagen. Ich persönlich mag Schambehaarung von bei Frauen nicht so sehr. Ich find's immer gut, wenn es ziemlich... Aber bei Männern findest du es geil, ne? Nee, aber ich spreche jetzt von mir. Ich kann das mit den Achselhaaren vergleichen. Wenn man ganz leichte Stoppeln hat, ich finde das gar nicht so schlimm, Digga. Es muss nicht immer perfekt alles rasiert sein. Oder am Gesicht auch nicht. Oder wie findest du es? Also, ja, ich muss einfach sagen, ich bin, ja, also,
Ja, wie soll ich das sagen, Alter? Ich bin da selber, ich achte da selber vollkommen drauf und deswegen ist es mir schon wichtig. Echt? Ja. Naja, bei mir ist das so, ich persönlich, also ich achte schon drauf voll an meinen Frauen, ne? Also wenn dir da irgendwann ich einen Busch sehe, Alter, dann fliegt sie raus. Aber sonst, ja. Okay. Sonst habe ich nicht so, also, weiß nicht. Genau. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Warum finden Männer Lesben geil, aber Frauen keine Schwulen? Weil Männer drauf stehen, wenn Frauen sich betatschen. Ja, aber warum? Weil, das ist eine sehr, sehr gute Frage und habe ich mir auch schon mal darüber Gedanken gemacht, weil viele Männer gucken ja auch Lesben-Pornos, weißt du? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ich finde das auch nicht schlecht. Okay. Ich finde das nicht schlecht, wenn zwei Frauen... Ich weiß wieso. Okay, dann sag mal die Antwort. Und zwar, eine Frau will nicht unbedingt einen flotten Dreier mit zwei Männern haben, aber ein Mann will gerne einen flotten Dreier mit zwei Frauen haben. Wenn ein Mann sich ein Porno anguckt mit zwei Frauen und die Vorstellung spielt dabei eine ganz große Rolle, dann stellt er sich vor, wie er mit den Frauen ein Dreier hat. Und es ist nach einer Studie bewiesen, dass 90% der Männer gerne einen Dreier haben wollen. 90% der Männer. Ja. Und wenn die zwei Frauen in Pornos sehen, wie sie miteinander rummachen, dann haben sie eine gewisse Vorstellung. Und deswegen finden die es geil. Frauen okay. haben diese Vorstellung nicht. Aha. Das ist der Grund. Alles klar, Dr. Ja. Danny Burnage erklärt auch. Dr. Burnage. Dr. Burnage. Übrigens, ich mache noch eine Serie auf Dr. Burnage. Nee, Digga, keine Schleichwerbung hier auf dem Kanal, okay, danke. Okay, ich mache keine Schleichwerbung auf meinem eigenen Kanal. Nee, okay, kannst weiter. Was für eine Serie machst du? Dr. Burnage. Wo die Leute mir Fragen stellen können und ich sie beantworte. Okay, sehr originär. Alles klar. Okay. Frage Nummer 5. Ja. Würdest du in einer Orgie mitmachen? Nein. Also schon allein die AIDS-Gefahr. Also eine Orgie, für die Leute, die es nicht wissen, ist so etwas, Massenbumsen, dass, ja, bei den Asiaten ist es übel heftig. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Das ist so ein ganz großes Rad. Und auf dem Rad sind ungefähr 10 Frauen drauf. Immer, also zum Beispiel, da stehen auch 10 Männer. Und man dreht das Rad immer nach 5 Minuten weiter. Und dann wird die nächste, und dann dreht man es wieder. Und dann wird die nächste wieder... Digga, was hast du für Vorstellungen? Das ist bei den Asiaten so. Die sind übel sexuell aktiv, Digga. das ist eine Orgie. Oder zum Beispiel, wenn eine... Also es ist eigentlich ein Gangbang. Oder nicht? Teile, macht Spaß, ja. Das ist ein Gangbang, oder nicht? Nein. Ja, aber schon, finde ich schon. Okay, alles klar. Ein Gangbang. Okay. Okay, kommen wir zur sechsten Frage. Okay. Was würdest du tun, wenn die Frau mit dir im Bett ist, Was würdest du tun, wenn die Frau, mit der du im Bett bist, einen fremden Namen ruft und nicht, ich liebe deine Muskeln? Alter Schwede. Also ich sag mal so, wir Männer, ich sag mal so, wir haben ziemlich junge Zuschauer, denke ich. Aber ja. Wenn man mit einer Frau schläft, die man nicht unbedingt liebt, dann hat man meistens eine Vorstellung von einer anderen Frau. Also man macht die Augen zu und stellt sich vor, man würde eine andere Frau nehmen. Das habe ich jetzt bis jetzt nicht so oft gehabt, aber es gibt halt viele Männer, die haben sowas. Wenn sie vor allem die Frau nicht lieben, wenn sie die Frau natürlich lieben, kommt das gar nicht in Frage, dann machen die das auch nicht, dann wollen die das ja auch gar nicht. Aber bei einer Frau, die sie nicht lieben, sondern einfach so mit ihr schlafen, machen sie das manchmal. Und wenn Frauen das machen, dann zeigt es mir, also zum einen würde ich mir natürlich bekloppt vorkommen irgendwie, weil ich würde mir so scheiße vorkommen irgendwie, so nutzlos. Und zum anderen sagt mir das einfach nur, dass sie mich nicht liebt. Okay. Ja, ja, ich hab glaube ich eine Frage übersprungen, ich sehe das gerade. Die Fragen gehen heute schneller vorbei, ne? Aber ja, ich glaube, das liegt auch daran, weil es so spät abends ist, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, welche Nummer das jetzt war. Vielleicht habe ich auch eine übersprungen, deswegen denkt ihr euch einfach. Das sind auf jeden Fall 10 Fragen. Und zwar, ja. Danny, welche Frage ist das jetzt? Also wie viele Fragen hast du mir jetzt gestellt? Ja, ich glaube, das waren jetzt 5. Okay, gut. Okay. Danny, wie würdest du reagieren, wenn beim Sex ein anderer Typ reinkommt und deine Freundin will, dass er mitmacht? Oh, meine Beziehung oder was? Ja, du wärst jetzt mit einem Mädchen in einer Beziehung. Und ja, und sie hat eigentlich geplant, dass jetzt noch jemand anders dazukommt. Also er kommt einfach rein und sie will, dass er mitmacht. Also dass er einen Dreier hat. Ich würde die Beine rausschmeißen.
Ich würde die beiden unbedingt. Ich würde das niemals machen, Alter. Einer auf den ich würde meine Freundin jemand anderen. Ja, aber sie möchte das unbedingt. Das ist ihr größter Traum. Ja, dann soll sie sich. Aber du würdest. Guck mal, du liebst die wirklich abgöttlich. Ja. Und sie würde das. Das wäre ihr größter Wunsch. Dann liebe ich sie nicht mehr. Ich verlieb mich doch nicht in der Bitch. Ja, Digga, ich weiß, was du meinst. Ich würde auch sofort, bei mir wäre sofort ja, bei mir, Koffer packen. Selbst wenn ich sie lieben würde über alles, dann würde ich sie auf einmal nicht mehr lieben. Da gibt's, ja. Das ist doch voll eklig. Wie würdet ihr doch reagieren, wenn eure Freundin sowas tun würde? So euch einfach sagen würde, ja, ich will das jetzt unbedingt mit dem haben und mit dir oder du kannst zuschauen. Digga, das ist übel krass. Ja, übel heftig, das Alter. Das ist richtig heftig, diese, ja, dieses Szenario, Alter. Ja, na, nee, das will ich mir gar nicht vorstellen. Okay. Okay, kommen wir zur Frage Nummer 7. So, danke für das Zuschauen des Videos hier. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt den Daumen nach oben Button, denn morgen um 19 Uhr kommt der nächste Part hoch. Um 19 Uhr. Ja, doch, um 19 Uhr. Um 19 Uhr auf jeden Fall. Also lasst den Daumen nach oben, denn damit unterstützt du uns mehr, als du nur denkst. Und ganz wichtig, vergiss ja nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um nie wieder was in Zukunft zu verpassen. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Ciao!